Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Ich glaube, wir haben noch eine, genau, eine Quest hier offen. Was ist es? Goromagala? Ja, ne? Camellios und Malzeno. Und dann haben wir wahrscheinlich erstmal die regulären Quests wieder durch, bis wir mal unser Master Rank Level Cap erreichen. Aber das werden wir nach dieser Quest sehen. Manchmal schalten Quests ja auch noch weitere Quests frei. Das müssen wir dann mal gucken. Ja, und ansonsten könnten wir uns bis zum Level Cap noch ein bisschen mit Koop-Quests beschäftigen. Weil das auch nicht reicht, um auf Level 70 zu kommen, dann geht der Grind los, der Level Grind. Den ich dann online vollführen werde. Klebrige geheime Soße, Klebesoße. Habe ich vergessen, den Quest-Text vorzulesen. Naja, egal. Genau, wenn es zum Grind kommt, das werde ich nicht hier in Videos machen. Das werde ich für mich in ein paar Online-Runden machen. Ein bisschen Anomalie-Forschung vorantreiben, etc. pp. Jo, dann gehen wir mal auf Goromagala-Jagd, glaube ich, als erstes. Lag hier nicht immer was drin? So, gebufftes Zimmer. Dann sammeln wir noch ein bisschen Zeugs ein, was jetzt wieder ein bisschen länger dauern wird, da wir keinen Vogelflüsterer-Buff leider bekommen haben. Eine Schlafkröte. Ne, Schlafkröten brauche ich nicht unbedingt. Dann nehmen wir lieber die Knallkröte hier. Die Frage ist, für wen nehmen wir es? Was haben wir nochmal? Goromagala, Malzeno. Wer war der Dritte im Bunde? Camellios. Ah, ich glaube, Malzeno ist schon der unangenehmste von denen. Ne? Vielleicht verwahre ich es für ihn auf. Aber bis ich bei ihm bin, habe ich es mit Sicherheit auch schon wieder vergessen, dass ich das Teil dabei habe, die Knallkröte. Ja, so reitet man hier. Und sammelt seine Vögelchen ein. Auch schon 12 Millionen Mal gemacht, so ungefähr. Und immer wieder eine Freude. Ja, aber so neigen sich dann auf jeden Fall die regulären Quests ganz langsam, aber sicher dem Ende zu. Wie gesagt, ich meine, nach Level 70 kommt noch das 100er Cap. Weiß nicht, wie viele Quests diese Level Caps jeweils nochmal freischalten. Es wird aber nicht die Riesenmenge sein. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Es wird nicht die Riesenmenge sein, wie es bei sonstigen dringenden Quests gewesen ist, innerhalb eines Master Ranks oder für den Master Rank Übergang. Da sind ja direkt immer nochmal 10, 20 Quests so gefühlt freigeschaltet worden. Ich glaube, das wird nicht mehr der Fall sein. Vielleicht eine Handvoll oder so. Wir werden sehen. Aber für den Moment, da wir eh, dass auch eine Dreifachjagd ist, will ich auf jeden Fall auch einiges an Buffs haben. Und deswegen, habe ich hier nicht gerade auch noch irgendwo einen Vogel gesehen? Naja. Sammeln wir hier erstmal noch eine Runde. So, ein Gärhase. Ach so, der steigert manchen Objekteffekt. So, ich würde sagen, jetzt noch einmal hier rüber. Und einmal diesen Berg hier rauf und runter. Und dann haben wir es. Und dann beschäftigen wir uns mit Goromagala. Honig wollte ich gar nicht einsammeln. Nein, ich wollte aufsteigen, aber okay. Honig einsammeln, soll mir auch recht sein. Boah, dieser Hund. So, das Feld haben wir vollständig. Ich glaube, den Vogel, der hier war, den haben wir schon beim Raufklettern mitgenommen. So, dann soll uns das erstmal reichen. Ich habe gedacht, hier läuft noch irgendwas neben uns rum, aber ich glaube, es war nur unser Hund gewesen. Jo, dann würde ich sagen, auf in den Kampf. Haben wir noch einen Gärhasen eingesammelt oder steht es immer noch da? So, damit sind wir
in den Kampf gestartet. Gore Magala macht, was er immer macht, verteilt irgendwelche Pfützen auf dem Boden. Ich würde sagen, wir gehen uns mal eben den Seilkäfer hier holen. Dann kämpft es sich auf jeden Fall fluffiger. Oh, nein! Okay, wenn der Turm zwischen einem ist, dann sieht man auch wenig kommen. Aber er hat ihn schon einmal angegriffen. So, kommst du runter? Oh, er kommt in die Richtung runter, hinter den Turm. Ich habe mich vor der Aufnahme nochmal ordentlich aushusten sollen. Jetzt müsst ihr es ertragen, dass ich hier die ganze Zeit rumhuste. Ach komm, als wenn er mich hier noch großartig erwischt hätte, ja. Oder erwischen hätte können. Ja, konnte offensichtlich, weiß ich. Boah. Ja, immerhin noch einmal erwischt hier. Und nochmal erwischt. Er ist aber auch ein bisschen unübersichtlich, ne? Mit seinen ganzen Flügeln da, die immer an einem rumschlackern und man einfach auch nichts sieht die ganze Zeit. Boah. Aber... solange wir nicht ohnmächtig werden können, interessieren mich zumindest diese ganzen kleinen Treffer nicht so, die sonst auch mal zur Ohnmacht beitragen können. Zack, zack und noch zweimal erwischt. Und es scheint ihm irgendwie nicht so gut gefallen zu haben, dass wir ihn da nochmal erwischt haben. So, noch zweimal und ich glaube, er ist reitbereit, ne? Dann würde ich fast sagen, dass wir mal die oder ja, wir hätten mal den Turm. Ach komm, wir gehen den Turm einreißen. Nutzen wir die. Nein! Boah. Okay, nehmen wir einmal die Runde. Ich wollte gerade sagen, nutzen wir die Explosionsdinger doch lieber für ein anderes Monster. Und reißen hier mal den Turm ein. Zack. Zack. Und zack. Die Reitrunde hätten wir uns auf jeden Fall auch sparen können. Aber egal. Wir nehmen das mal so mit, wie es kommt. Oh, wir sind an einer super beschissenen Stelle, glaube ich, um hier unseren Schaden rauszuhauen. Ah, ja, 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 gut. Immerhin erwischt. Ja, brüll du mal deinen Frust raus. Ich kann's verstehen, mein Freund. Guck mal, wir hätten hier sogar neue Seilkäfer an Start. Man sieht echt überhaupt nichts wegen der ganzen Flügel hier. Wie kann man nur so ausladende Flügel haben? Ernsthaft. So. Aber auch hier wieder... okay, jetzt wieder nochmal richtig fuchsig. Dreifachjagd. Habe ich ja noch die Hoffnung, dass die Monster nicht so elendig viel Leben haben. Beziehungsweise eigentlich fast die Gewissheit. Nichtsdestotrotz, auch mit wenig Leben können sie durchaus mal gefährlich werden. Ach komm, ey, lass mich wenigstens noch einmal treffen, ja. Auch wenn der Treffer nicht an einer Stelle war, die ich gerne gehabt hätte. Ich frage mich gerade, ob ich die richtige Brille auf habe. Ich habe das Gefühl, ich sehe so ein bisschen unscharf. Muss ich gleich mal in der Kampfpause gucken. So, und hier auch nochmal. Schwanz und Bein. Aua. Oh, ich hätte mich gerne weggesippt mit dem Seilkäfer, ging aber irgendwie nicht. Oh, der Camellios ist da. Oh, natürlich. Ja, Camellios, du darfst gerne eingreifen, so ist nicht. Ach guck mal, hier sind noch zwei rote Vögelchen. Nett. So, das hat auf jeden Fall nochmal ordentlich getroffen. Jetzt können wir irgendwen hier reiten. Okay, wir können den Camellios reiten. Das ziehen wir auf jeden Fall auch durch. Camellios selber ist ja eher ein Billo-Vieh. Da würde ich sagen, greifen wir lieber den Gore Magala weiter an mit dem Camellios. So, noch schön vergiftet. Und jetzt kriegt er den Briten einen Recher rein.
Und danach würde ich vermuten, dass der Goro Magala auch fast am Ende sein müsste. Ich sehe nichts. Jetzt stellt sich der Chamelios dazwischen. Na gut, hier hinten wollte ich es nicht unbedingt. Aber soll mir auch recht sein. So, nochmal. Boah, lass das mal sein, Junge. Gebrochene Teile und ich glaube, er liegt schon wieder. Leider haben wir kein rotes Schwert. Los, Trommel. Was auch immer er sie es da macht. Und warum auch immer wir da nicht weggekommen sind. Ich bin doch die ganze Zeit gelaufen. Och, wenn ich es noch einmal erwischt. Also, ach so, manchmal hänge ich irgendwie an seinem Kopf fest, wenn er so runterhängt, habe ich den Eindruck. Oder zwischen seinen Beinen hier. Es scheint so ein paar Spalte zu haben, wo man nicht so richtig durchkommt, wenn man da einmal drin steckt oder dran steckt. Aua, jetzt lass das. So, er humpelt davon. Das heißt, wir könnten ihn fangen. Den Malzeno können wir eh nicht fangen. Weil Drachenältester. Dann können wir die beiden fallen. Achso, auch der Chamelios. Ach, ey. Auch der Chamelios ist ein Drachenältester. Was auch schon ein bisschen lächerlich ist. Weil der einfach mal nichts kann. Entschuldigung. Es ist aber so, weil Chamelios. Gut. Gore ist kein Drachenältester, oder? War er auch ein Drachenältester? Nee, ich meine nicht. Aber ich weiß es. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Wir werden es jetzt sehen. Er hat sich hingelegt zum Schlafen. Nee, er ist kein Drachenältester. Zack. Erstes Monster erledigt. So, Fallen nachbauen müssen wir nicht, weil wir die anderen, wie gesagt, nicht fangen können. So, Protective Polish. Und dann würde ich sagen, bin ich gerade noch hier gewesen. Egal, schmeißen wir uns direkt in den nächsten Kampf. In den nächsten einfachen. Also der einzige wirkliche Stressgegner hier ist der Malzeno. Boah, wenn ich schon wieder an die ganzen fliegenden Steine denke, muss ich jetzt schon wieder brechen. Jo. Da hast du die ersten Prügel und er macht überhaupt nichts. Zack, 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 zack. Here it comes. Zack, zack. Ja, sprüh du mal. Oh no, bitte nicht. Sprüh du mal deine Giftscheiße raus. Das ist okay für mich. Oh, verfranst mit den Tastenbelegungen. Ja, gut, dass wir uns da nochmal weggesippt haben. Wo ist er? Es ist so witzig, ne? Manchmal denkt man, er geht in was weiß ich für eine Richtung weg und dann taucht er ganz woanders auf. Also. Da liegt er auch schon zum ersten Mal, oder was? Wie lächerlich ist das denn? Du bist echt so lächerlich, Chamelios. So, das war doch ganz passabel. Schade, dann hätte ich den Kopf auch nochmal gerne getroffen. War aber irgendwie nicht drin. Ich wollte einfach nach meiner Brille geguckt haben, ne? Weil ich es nach wie vor seltsam gerade finde. Weil ich bin nicht total blind. Meine Brillenstärke sind eh nicht so... Oder meine Augenwerte sind nicht so schlecht, dass ich auch ohne Brille nicht ganz klar kommen würde. Also ich komme auch ohne Brille einigermaßen klar. Ist nur etwas anstrengend teilweise auf Dauer. Aber genauso passiert es mir auch manchmal, dass ich es ohne es zu merken anfangs eine falsche Brille auf der Nase habe. Also ich habe halt eine Gleitsicht. Und eine Arbeitsplatzbrille. Und auch noch eine Fernsehbrille habe ich mir mal gekauft. Zum Testen, ob die mir noch irgendwas bringt. Wobei ich die am wenigsten brauche. Ja, nichtsdestotrotz. Manchmal habe ich vom Arbeiten halt die Arbeitsplatzbrille auf die Computerbrille. Und habe sie eine ganze Zeit lang auf, ohne es zu merken.
Aber gerade hier in so einem Umfeld mit fester Distanz, Fernseh gucken, wo die Nahbrille halt nicht so geil für geeignet ist, merke ich es dann irgendwann doch. Aber vielleicht habe ich auch die richtige auf und ich bilde mir nur irgendwas ein. Ich müsste es mal checken. Uiuiui, hier wollen wir schnell mal weg. Bla. Zack, zack. Ach, Camellios, ey, du musst echt mal was an deiner Kampftechnik machen, ja? Sich nur auf Unsichtbarkeit und ein bisschen Gift zu verlassen, ist nicht der Oberhit. Wo wir da hin? Und es geht schon wieder weiter! Zack, zack! Dann können wir uns hier auch nochmal direkt den dritten Seilkäfer holen, wo wir gerade direkt daneben stehen. Und schauen mal, was er wieder so vorhat. Das ist echt. Es ist so einer der einfachsten Kämpfe überhaupt, ne? Unfassbar. Ja, den kriege ich, glaube ich, auf den Kopf. Ja, das war absehbar. Okay. Ich habe eigentlich versucht, noch ein bisschen Schaden auf den Schwanz zu machen. Hat aber irgendwie dazu geführt, dass ich ihn nochmal auf den Kopf bekommen habe. Kommen wir mal hier vom Gift weg. Ja, okay, wenn er unsichtbar ist, ne, dann ist auch die Distanz manchmal nicht ganz so einfach einzuschätzen. Ja, was du für eine lange Zunge hast, wie frech ist das denn? So, einmal in Sicherheit gebracht. Hingesippt und direkt nochmal auf die Nase gegeben. Na, schade, nicht ganz auf die Nase. Ich glaube, er ist irgendwie festgebunden. Mann, ey, ich will eigentlich immer auf den Schwanz, aber ich bleibe irgendwie immer an diesem Hinterbein stecken. So, so ist schon besser. Er hat irgendwie gejammert. Ja, mach du mal dein Gift. Ja, mach mal deinen Giftkreis. Ist auch in Ordnung für mich. Hauptsache, ich sehe, wo du runterkommst. Okay, er hat nochmal kurz die Position gewechselt. Es bringt ihm aber alles nichts so richtig. Oh, er liegt. Und er kriegt jetzt auch noch diesen 300er da in die Fresse. Oder hat er den schon in die Fresse gekriegt? Liegt er deswegen? Ich habe es gar nicht so genau gesehen, ehrlich gesagt. Nein! Den letzten verfehlt, weil ich so gierig auf den Schwanz war. So, ich müsste mich mal kurz heilen, bevor es hier noch zum Äußersten kommt. So. Ach, komm schon. Oh, warum hatte ich denn keine Waffe mehr? Manchmal ist es echt ein bisschen seltsam. Okay, das hat ordentlich gesessen. Da müssen wir aber doch einmal in die... Nein, nicht das hier. Einmal in die Defensive gehen, was unsere Heilung und so angeht. Oh, ich bin blau in der Schärfe. Jetzt ist gerade ein bisschen doof hier irgendwie. Was hältst du davon, wenn du mich einmal kurz in Ruhe lässt? Einmal ganz kurz, damit ich mal eben meine Waffe schärfen kann. Ja, so ist brav. Leg du dich mal hin, kann ich mal einmal meine Waffe schärfen. So, und jetzt würde ich, wenn es irgendwie geht, nicht mehr ganz so viel Gift mitkriegen wollen. Und lieber mal gucken, dass wir deinen Schwanz nochmal abkriegen. Here it comes!
Okay. Er ist blau. Er sucht das Weite. Und dann ist dieser Kampf auf jeden Fall ohne viel Stress auch gleich vorüber. Und dann geht es nur noch um Good Old Malzeno. So, nochmal schärfen. Er wird sie auch da oben hingelegt haben. Bringt uns aber da leider nicht viel, weil er nicht fangbar ist, nach meinem Verständnis. Aber vielleicht vertut sich mein inneres Monster Hunter Lexikon auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Drachenältester ist. Und deswegen probiere ich es auch gar nicht erst großartig. Und er schlafen muss er ja nicht, wenn ich ihn fangen könnte. Ich könnte ihn ja auch so einfach in die Falle bringen. Okay, okay, er hatte wirklich nicht mehr viel. Gut, dann nutzen wir das Gebiet hier nochmal eben, um uns komplett voll zu machen. Können wir uns gleich auch noch den Seilkäfer hier vor der Tür mitnehmen und diese Libelle da. Und dann geht's auch schon Richtung Malzeno. Das war ja aber bis jetzt völlig stressfrei, diese Quest. Da waren die anderen beiden Quests deutlich stressiger, die wir zuletzt gemacht haben. Aber gut, da stand auch fortgeschritten dran, ne? Das hier ist auch irgendeine Auftragsquest für irgendeinen NPC. Ich weiß nur nicht mehr für welchen. Achso, für die Küche, glaube ich, ne? Bin mir nicht so sicher, ob wir da eventuell auch noch irgendwas Neues bekommen. Ein neues Dango-Rezept oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wenn wir die Quest abgeschlossen haben, was hier eventuell noch als Belohnung bei rumkommt. Jo. Malzeno. Er brüllt einmal. Boah. Ich hoffe, er schmeißt nicht zu viel Steine um sich. Da habe ich aber echt wenig Lust drauf. Wir können jetzt mal unsere Knallkröte benutzen, bevor wir die vergessen. So. Ich hoffe mal, das wirkt. Bam! Einmal vor dem Schwanz gedonnert die Knallkröte. Und wir donnern jetzt hoffentlich einmal vor seinen Kopf, beziehungsweise dreimal. Ja, das war doch ganz okay gewesen. Zack, zack. Was hatten wir hier noch dabei? Oh, falsche Richtung. Ein Schneekäfer. So, zack. Wo auch immer der herkam. Ich habe keine Ahnung. So. Es sollte auch bei den Monstern dazu führen, dass ihr Ausdauer verbraucht, beziehungsweise ihre Ausdauererholung verringert ist. Ach, können wir uns noch einen zweiten Heiltrank. Achso, jetzt war sogar der Debuff weg. Boah. Er hat schon irgendwie ein beschissenes Moveset, ne? Wirklich, ernsthaft. Ich komme auf sein Moveset irgendwie nicht klar. Die Frage ist, bin ich der Einzige oder geht es allen so? So. Ich weiß nicht, er erwischt mich ständig mit irgendeiner Kacke. Ob es sein Schwanz, sein Rumteleportieren oder seine Steinschleudern sind, ne? Warum auch... Oder sein Kopf. Warum auch immer, ja, er ist so eine Art Vampir, warum auch immer er Steine schmeißen kann. Auch das erschließt sich mir lore-technisch nicht so 100%. Ja, sehr schön, wir können ihn hier reiten. Ja, Treffer Nummer 1. Oh no, das, ja gut, okay. Immerhin eine Wand abrasiert. Oh, wenn er so links, rechts schwankt. Ach. Kopf. Schon gebrochen, sehr schön, weil wir zweimal den Kopf mit einer vollen Ladung erwischt haben. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Also der Schwanz, wo wir gerade beim Schwanz waren, ist mir egal. Hier ist die Wiese erstmal umlegen. Falls wir mal irgendwann einen Teil von ihm farmen müssten, was ich glaube ich eh nicht muss, würde ich das lieber dediziert machen wollen. Und nicht hier in so einer Quest, die wir noch nicht erledigt haben. Ja. Ich weiß, du kannst dich teleportieren. Warum? Das wäre auch mal eine geile Fähigkeit, ne? Wenn man sowas als Charakter auch könnte. Irgend so ein Skill, der sich einem auch statt Ausweichrolle mal irgendwie irgendwo hin teleportieren. Das gibt's ja in manchen Spielen. Das wäre in Monster Hunter auch geil. Oh ne, wir gehen in die falsche Richtung. Das war nicht so schlau gewesen.
Und das sind die letzten Megatränke, die wir haben. Machen wir das lieber nochmal voll, soweit es geht. So, ist auch das einzige und letzte Monster hier im Gebiet. Was so ein bisschen schade ist, dass wir kein Monster kriegen. Boah. Um nochmal zu reiten. Noch was gebrochen. Ich hätte gern einen dritten Käfer. So, ich denke mal, Flügel- oder beintechnisch wird gerade irgendwas gebrochen sein. Boah. Ich finde ihn einfach mit allem, was er macht, furchtbar. Also er ist ein cooles Monster, keine Frage, ja, aber er ist so scheiße zu bekämpfen. So, was kommt daraus? Irgendwas Spannendes? Oh ja, was Spannendes. Und es hat ihn, glaube ich, auch erwischt. Ah, dann nehmen wir noch ein drittes Mal den Kopf. Oh, weil wir jetzt ein bisschen schräg hier stehen. Oh, und noch ein drittes Mal volles Rohr auf die Rübe. Das finde ich gut. Das könnte uns mal helfen, dass diese Quest mal auch relativ schnell vorbei ist. Boah. Okay, okay, wenn er sich so komplett zur Seite dreht, dann steuert er mal einen so einen Reihsteil, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Move gibt, den er so ähnlich einleitet, vielleicht die Dreiersteinschleuder oder so. Das müsste man sich dann doch mal angucken. So, das war, glaube ich, auch das Bein gewesen. Jetzt hat ihn schon wieder abgelegt. Ah, jetzt sind wir leider am Schwanz. Der ist bei ihm, zumindest nach dem ersten Treffer, nicht so empfindlich. Ah, hier, die Schwanzwurzel ist es dann eher, die empfindlich ist. Okay. Na gut. Die Kombo wollte er nicht durchgehen lassen. Da war die empfindliche Schwanzwurzel. Naja gut, so wollte ich dich zwar nicht erwischen, aber wenn du dich schon so reindrehst, sage ich... Ach so, oh. Okay. War mir nicht so bewusst, dass das der Move für die rote, für die roten Kugel waren. Haben wir eigentlich noch hier so irgendwo so ein... Da haben wir noch so ein Ding rumstehen. Und auch noch ein Angriffsschmetterling. Ach, schade, dass er zurückgezuckt ist. Ja, hat sie auch in Position gebracht, um mir noch einen mitzugeben. Warum pinkt es hier nochmal? Es hat schon wieder zweimal gezuckt. Sehr schön. Das finde ich total gut. Wenn der mal 10 Uhr zucken muss. Wow. Lieber mal schnell weg hier gerade. Große Heilbubble nochmal mitnehmen. Oh, Junge, ernsthaft. Trotz Dango-Verteidiger hat es mir ordentlich Schaden reingedrückt. Boah. Komm mal, Zeno, ist gut. Entspann dich doch mal. Aber entspannen fällt vielen Monstern schwer, ne? Es ist nicht nur der Malzeno. Vor allen Dingen, wenn er seine schönen roten Flügel und alles hat, ey... Dann kommt er auch null zur Ruhe. Boah. Ich komme überhaupt nicht mehr dran, ne? Die Sekunden, wo er stillsteht, bin ich meistens ewig weit weg. Und wenn ich dann doch mal nah dran bin, dann ist er auch schon wieder kampfbereit. So, er will erstmal woanders hin. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal diese Vita-Wespe hier oben. Danke. Hm, ich wollte auch noch ein Dingens mitnehmen. Hm. Habe ich mal die Gelegenheit genutzt zu gucken. Es ist nicht die falsche Brille. Ich sag da mal nichts zu. Also, ich finde es auch immer noch dieses ganze Brillentragen und so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gibt Tage oder Stunden, da finde ich auch das nervig, das Brilletragen, auch was es mit meinem Sichtfeld verändert.
Dann macht es mir auch so ein bisschen Kopfschmerzen. Dann gibt es wieder Tage und Stunden, dann ist es völlig okay. Und dann brauche ich es auch. Also, es hängt auch, glaube ich, immer so ein bisschen davon ab, wie die Augen gerade drauf sind, wie angestrengt oder müde die sind. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, in meinem Leben kein großer Brillenträgerfreund werden. Aber ich brauche es halt dann doch. Also, es gibt Situationen, wo ich dann schon merke, dass ich es brauche, ne? Ich wollte gerade sagen, Malzeno, ich müsste einmal hier meinen Protective Polish ausführen. Danke. So, dann gucken wir mal, dass wir ihn jetzt zu Ende bekommen. Och, ey, wie kann das nur einmal treffen? Er ist so ein Riesenviech. Oh, sehr schön durchgerollt. Das war natürlich genau so geplant gewesen. So. Warum habe ich eigentlich seinen Debuff nicht drauf? Warum muss ich mich selber heilen? Und ich sollte es auch bald mal tun, so schön wie er mich hier schon wieder gesniped hat. Ja. Es war mir in dem Moment klar, wo er sich an uns rangebeamt hat, dass das nicht mehr zum Erfolg führen wird. Okay, aber er ist blau. Gut, dann haben wir es eigentlich auch geschafft. Dann spare ich mir jetzt zweimal die Drogen. Ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt so relativ schnell klein kriegen. Das war auch schon wieder eine Verkettung von ungünstigen Umständen gewesen, ne? Einmal runtergehauen, ran teleportiert, umgehauen. Na, wegteleportiert. Wegteleportieren geht natürlich auch. Kannst du jetzt mal aufhören hier mit dem Stress? Ja, ich weiß, kaum bin ich da, bist du auch schon wieder angriffsbereit. Auf gar keinen Fall bist du irgendwie angriffsbereit, wenn ich nicht da bin. So, alle Monster erjagt, sehr schön. Judy! Dann glaube ich, dass wir es für den Moment haben mit den normalen Master Rank 6 Quests. Aber mal gucken, was noch passiert. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas zum Einsammeln finden. Wahlweise hier unten, weil man hier unten eh nicht kämpft. Guck mal, hier liegt noch so eine Lähmkröte rum. Achso, hier ist ein Angelpool. Wusste ich auch noch nicht. Ich dachte schon, cool, hier kann man Richtung Meer reiten. Ich glaube, da sind wir schon öfters drin gewesen. Aber es war nur ein Angelpool. Naja, nicht mehr viel bekommen. Egal. Nochmal ein bisschen hier unten am Fluss umgeschaut. Genau, eine weitere erfolgreiche Jagd. Ich finde, wir haben viele erfolgreiche Jagden. Zumindest deutlich mehr als die nicht erfolgreichen, was auch gut so ist. Der Versteckspiel-Dango kann jetzt bestellt werden. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was der kann. Optionale Nebenquests erfüllt. 3 Stück der Versteckspiel-Dango. Heilt Gesundheit mit der Zeit, wenn man von einem großen Monster entdeckt wird. Okay. Klingt jetzt nicht so spektakulär. So, es will auch niemand was von uns. Dann werfen wir nochmal einen Blick aufs Questboard, aber da müsste ein blauer Haken wahrscheinlich dran sein. Wenn mal diese ganzen optionalen Quests hier durchgescrollt sind. So. Ich gehe da, genau, der Haken ist blau, es gibt nichts mehr zu tun. Ja, Leute, dann haben wir beim nächsten Mal hier noch ein bisschen was vor uns, genau, ne? Kooperationsquest, Leute, steht dann noch auf dem Plan, bevor es in irgendwelchen Grind geht. Welchen Level haben wir jetzt? 65, 5 Level noch. Ja gut, vielleicht schaffen wir die auch noch mit den begleiteten Expeditionen da. Das werden wir dann sehen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.